Zwischen paniertem Schweineschwänzli und gepressten Schweineohren muss ein Gast schon länger auf der Speiskarte suchen, bis er etwas Fleischloses findet. An den Metzgerten in der Militärkantine St. Gallen probieren die Gastgeber auch etwas für Vegetarierinnen und Vegetarier anzubieten. Früher haben wir auch schon vegetarische Schlachtplatten gemacht. Das war richtig aufwendig und es war nachher kulinarisch nicht so ein grosses Erlebnis, weil es doch mehr ein Witz und eine Idee war. Heute machen wir für Vegetarier auch etwas Feines. Dass die Veggies nicht nur etwas aus den feinen Beilagen auswählen können, gibt es zum Beispiel Pasta an einer Trüffelsauce. Dass an einer Metzgerte auch etwas für Veggies gekocht wird, kommt gut an. Mir geht es halt einfach darum, dass ich mit den Kollegen zusammen bin. Wenn wir zu 15 Tagen essen, würde ich mich einfach nicht ausgeschlossen fühlen. Und dann gehe ich einmal auch mit. Und bis jetzt habe ich immer etwas bekommen, das ich auch essen kann. Für das sind die Köche kein grösserer Aufwand. Es gehört zu ihrem Handwerk dazu, dass sie für jedes Gericht einen anderen Löffel brauchen, damit die Fleischkelle nicht in Berührung mit dem Veggie-Gericht kommt. Einer der Chefköche, der Silvan Bärlocher, freut sich, wenn er mal etwas rein Vegetarisches zubereiten kann. Allgemein für Veggies kochen ist etwas sehr Spannendes, weil man halt sonst ist immer das Fleisch im Vordergrund und der Rest der Beilage gestaltet sich eigentlich ums Fleisch herum. Und wenn man für Veggies kochen, muss man dann allgemein ist Kreativität mehr gefragt, umso mehr an einer Metzgerte, weil dann halt das Fleisch sowieso im Vordergrund steht. Vom Donnerstag bis zum Samstag bleibt es an den Metzgerten trotz einem Veggie-Menü traditionell. Fleisch ohne Ende, Innereien und weitere Körperteile von einer Sau gibt es zum Probieren.